bei der Lokomotive war, zum Beispiel beim Kessel, war es Plan drehen, dann eine Phase vorne ran, Gewinde schneiden. So hast du umgeblättert zum Reifen und dann war so viel auf der Zeichnung schon angegeben, was du alles daran machen musst. Ja, da war schon das erste Mal, dass es etwas schwieriger wird. Am Anfang ihrer Ausbildung, wenn sie bei uns anfangen, kommen sie in einen kleinen Ordner. Da sind alle Zeichnungen, technischen Zeichnungen, eine Stückliste, eine Zusammenbauzeichnung von der Lokomotive drin. Und dann im Laufe ihrer Ausbildung fängt dann beim Feilen an. Da feilen sie dann die ersten Bauteile schon im rechten Winkel oder auf Maß. Dann gehen sie das erste Mal an die Bohrmaschine ran und können dann gleich wieder auch für die Lokomotive die ersten Bohrungen setzen. Sie können Gewinde schneiden bis hin zum Drehen und Fräsen. Genau, also erstmal lernen wir generell mit den konventionellen Maschinen den Umgang. Erst mit den Drehmaschinen, da haben wir nur, sag mal, zwei Achsen, ein X und ein Z. Ist ein bisschen einfacher. Dann lernen wir erstmal den Umgang mit unterschiedlichen Materialien eben auch und merkt man eben, wie fest die sind, wie weniger fest die sind. Wenn wir damit dann sicherer sind, dann geht es eben in die Fräsen, auch konventionell. Eine Achse mehr dazu, haben wir X, Y und Z-Achse. Ich finde es wichtig, dass wir in der Ausbildung erst konventionell drehen und fräsen noch lernen. Das muss keine unendlich lange Zeit sein, aber sehr viel Gefühl kriegt man dort für den Werkstoff. Wenn man am Ende was zeigen kann, auch zu Hause vor seinen Eltern oder Freunden, die damit gar keine Berührungspunkte haben mit Metall, kann man das wirklich mal zeigen und sagen, guck mal, das habe ich komplett selber gemacht. Von einem Klumpen Stahl und Aluminium habe ich mir selber eine Lokomotive gebaut.